Ja, liebe Imkerfreunde, in diesem Video soll es darum gehen, wie ihr Mittelwände einlötet, in diesem Fall im Zandermaß. Ihr braucht zum Einlöten von Mittelwänden auf jeden Fall natürlich einen Trafo oder in dem Fall auch so ein Batterieladegerät, ein 12-Volt Batterieladegerät. Das ist ein relativ altes. Dann empfehle ich euch, wenn ihr so ein Batterieladegerät hier für eine Autobatterie verwendet, dass ihr zum Beispiel hier vorne zwei Nägel einklemmt. Da könnt ihr dann sehr gut in den Ösen später die Mittelwände einlöten. Ganz wichtig auch, dass die Mittelwände nicht kalt eingelötet werden. Also wärmt diese Mittelwände auf jeden Fall einige Zeit auf. Ich lege sie immer ganz gern hier auf eine Heizung vorher und lasse da einfach eine Stunde drauf liegen. Schaut natürlich auch, dass es nicht zu heiß wird, dass sie euch nicht schmilzen. Was auch noch zu beachten ist, solltet ihr jetzt alte Rähmchen verwenden, wo der Draht vielleicht nicht mehr richtig gespannt ist, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, den Draht mit so einem Rähmchenspanner nachzuspannen. Wenn ihr neue Rähmchen verwendet und wie jetzt hier wirklich einen straff gespannten Draht habt, dann braucht ihr natürlich den Draht nicht extra vorzuspannen, sondern ihr könnt die Mittelwände direkt einlöten. Ja, wie löte ich jetzt meine Mittelwände ein? Ich löte die Mittelwände immer ein, indem ich sie ganz oben anlege. Ich weiß, einige Imker sehen das nicht so gern, die legen gern die Mittelwand ganz unten an. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn ihr die Mittelwand oben beim Einlöten anlegt, dass ihr zum einen den großen Vorteil habt, dass die Waben später hier unten nicht bauchig werden. Und ein weiterer Vorteil, den ich sehr häufig bei meinen Bienen sehe, ist, dass die Bienen gerne diesen kleinen Durchgang hier unten als Übergang auf die andere Wabenseite nutzen. Also ich konnte auf jeden Fall mit dieser Methode deutlich bessere Erfahrungen machen, als wenn ich die Mittelwand ganz unten anlöte. Oben ansetzen, schauen, dass die Mittelwand hier links und rechts den gleichen Abstand hat zum Rähmchen und dann einfach hier wieder entweder von unten oder von oben anfangen, an den Ösen die Nägel hier anlegen für die Spannung. Und jetzt schaut ihr einfach, bis ihr hier den Draht durchscheinen seht. Und dann könnt ihr schon zum nächsten Draht übergehen. Und dann wieder zum nächsten. Der Draht muss nicht exakt in der Mitte sein. Es reicht, wie gesagt, wenn die Mittelwand hier in den Drähten stabil drin hängt. Also ihr müsst nicht wirklich warten, bis der Draht exakt in der Mitte der Mittelwand liegt. Ja, und damit, wie ihr seht, hält die Mittelwand und ihr könnt mit der nächsten Mittelwand weitermachen. Wenn ihr natürlich sehr, sehr viele Mittelwände einlöten müsst, dann müsst ihr euch eine andere Möglichkeit überlegen. Da gibt es auch Vorrichtungen, um eben schneller die Mittelwände einzulöten. Der Vorteil ist, dass fast jeder von euch wahrscheinlich ein Batterieladegerät zu Hause hat und so ganz einfach diese Mittelwände einlöten kann. Wenn einer nur 4, 5 Völker hat, dann ist natürlich diese Methode sehr gut geeignet. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein kleines bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis bald, euer B-Man.